Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, geschätzte anwesende Pressevertreter, liebe weitere Gäste, liebe Parteifreunde. In den Tagen vor diesem Bundesparteitag habe ich in allerlei Dingen ein Déjà-vu-Erlebnis gehabt. Wieder einmal schlagen die Wellen in unserer Partei hoch. Wieder einmal ist von Streit und Zerwürfnis die Rede. Wieder einmal hat es viele Gespräche und allerlei Hektik im Vorfeld des Parteitages gegeben. Wieder einmal bemühten sich unsere zahlreichen politischen Gegner und Feinde, die gibt es auch, uns das Totenglöcklein zu läuten. Wieder einmal konfrontiert man uns mit echt oder vorgeblich sinkenden Umfragewerten. Und wieder einmal erlebe ich, wie sich viele Parteimitglieder davon anstecken lassen, in durchaus nachvollziehbarer Sorge um unsere Partei und unser politisches Projekt sind, einige in schon fast panikartigen Reaktionen. Wieder einmal, das sage ich Ihnen aber auch, habe ich mich, und zwar mit Erfolg, bemüht, mich von alledem nicht anstecken zu lassen und mir meine Gelassenheit zu bewahren. Und ich bin mir jetzt im Moment, schon nicht mehr ganz zu Beginn dieses in der Tat sehr wichtigen Parteitages, sehr sicher, dass ich in den nächsten Stunden und Tagen ein weiteres Déjà-vu-Erlebnis haben werde. Wenn man sich nämlich die Chronologie der Parteitage unserer ja noch recht jungen Partei anschaut, das waren schon einige, dann waren sie meistens zwar erstens nahezu alle von mehr oder minder großen Aufgeregtheiten im Vorfeld geprägt, manche auch noch zu Beginn der ganzen Geschichte. Vor allem aber waren sie zweitens allen vorangehenden Aufgeregtheiten und Befindlichkeiten zum Trotz in ihrem schließlichen Ergebnis praktisch immer zielführend und erfolgreich. Und ich gehe felsenfest davon aus, dass das auch bei diesem Kölner Parteitag der Fall sein wird. Meine Damen und Herren, wir werden am Ende des morgigen Tages nicht nur ein hochkompetentes Spitzenkandidatenteam haben, das den Kopf und die Gesichter unseres Bundestagswahlkampfes bilden wird. Wir werden auch neue Richter und Ersatzrichter zum Bundesschiedsgericht haben. Vor allem aber werden wir in großer Eintracht, ich prognostiziere das, ich bin mir sicher, so wird es kommen, in großer Eintracht ein überzeugendes Programm zur Bundestagswahl verabschiedet haben, mit dem sich unsere Parteimitglieder identifizieren können, in dem sie sich wiederfinden und dem wir die Bürger mit gesundem Menschenverstand da draußen werden überzeugen können, uns, der Alternative für Deutschland, am 24. September ihre Stimme zu geben. Liebe Freunde, dafür sind wir hier nach Köln gekommen, unter zum Teil ja nicht ganz einfachen Bedingungen. Wir haben die eine oder andere Geschichte heute schon gehört. Da draußen sind ziemlich viele unterwegs, die haben es nicht so mit Demokratie und dem Pluralismus der Meinungen und die versuchen uns daran zu hindern. Für diesen Parteitag haben sich aber auch, und das soll bitte nicht unter den Tisch gekehrt werden, Hunderte von Parteimitgliedern und sehr viele von denen sind heute hier, in oft aufopferungsvoller Arbeit über viele Monate, zum Teil auch anderthalb Jahre, in den zahlreichen Ausschüssen engagiert. Dafür haben wir alle beträchtliche Kosten an Zeit und zum Teil auch an Geld auf uns genommen. Und ich bin bereit, mit jedem hier im Saal zu wetten, am Sonntagabend werden wir es wieder mal geschafft haben. Ich muss dazu nicht einmal, aber ich tue es trotzdem kurz, dem hiesigen Rheinländer eigenen Optimismus bemühen, aber vielleicht ist der ja auch ganz hilfreich. Das Rheinland rund um Köln hat nämlich ein eigenes Grundgesetz, das wissen wahrscheinlich viele von Ihnen nicht, aber wer in der Region hier mal gelebt hat, weiß das. Und dieses rheinische Grundgesetz besteht aus sage und schreibe 11 Artikeln. Und ich erlaube mir in dem Zusammenhang Artikel 3 kölnisches Grundgesetz zu zitieren, das lautet so knapp wie klar, es hätte noch immer Jodi Jange. Ich kann Kölsch, ich habe ein paar Jahre in der Stadt hier gelebt. Und so, liebe Freunde, ist es und wird es am Ende dieses Parteitages sein. Liebe Parteifreunde, da schreibt die Journalistin Melanie Ammann nach langer Recherche ein ganzes Buch über uns. Über uns, die Alternative für Deutschland, das unlängst erschienen ist und betitelt es allen Ernstes mit Angst für Deutschland. So heißt das Buch, das ist der Titel. Es wird darin wortreich insinuiert, wir, die AfDler, seien Angstbürger. Angst sei die uns einende Klammer, das geht über viele, viele Seiten, die uns zur Partei zusammenschweiße. Doch diese Analyse ist, ich sage es klar und deutlich, diese Analyse ist schlicht falsch.
Meine Damen und Herren, wer sich in diesem Land unter diesen Bedingungen, zum Beispiel denen da draußen vor diesem Hotel, zur AfD bekennt, wer für sie kämpft und im Kreisverband, am Straßenstand oder wo auch immer Politik macht, darf eines ganz gewiss nicht sein, nämlich ängstlich. Sondern für AfD-Politik, das wissen wir alle, die wir sie betreiben, für AfD-Politik braucht es Mut, manchmal sogar ziemlich viel davon. Und den haben wir auch, liebe Freunde. Ohne Mut geht das nicht, was wir machen. Gute Politik wird aus Mut gemacht und nicht aus Angst. Und gute Politik machen wir bereits in 11 Landtagen unseres Vaterlandes. Und in wenigen Wochen werden es 13 Landtage sein. Und im September machen wir gute und mutige Politik auch im Deutschen Bundestag. Darum sind wir hier. Ja, ich weiß durchaus, auch in unseren Reihen gibt es einige notorische Nörgler und Pessimisten, die über den ja tatsächlich bestehenden innerparteilichen Streit fast in Panik geraten und in jedem kleinen Rückgang von Umfragewerten unserer Partei gleich deren bevorstehenden Niedergang befürchten. Das sind die eher zaghaften Charaktere, denen eine gewisse Angst womöglich tatsächlich nicht ganz fremd ist. Die frage ich aber, vor was habt ihr eigentlich Angst? Vor Streit? Im Ernst Angst vor Streit? Wo würden wir denn angekommen sein, liebe Freunde, wenn wir jeden Streit vermeiden und womöglich minutenlangen vorbestellten Dauerapplaus wie die Duracell-Klatschhäschen auf CDU-Parteitagen zelebrierten für eine Kanzlerin mit erbärmlichen Reden? Was für eine Partei würden wir denn sein, wenn wir uns Kandidaten oder Vorsitzende mit einer Zustimmung von sage und schreibe 100% wählen, wie man es außer bei der SPD und dort für einen Martin Schulz, man stelle sich das vor, sonst nur noch in Nordkorea kennt. Nicht, wissen Sie, nicht einmal in der DDR war das üblich. Da hatten wir noch so eine Schamgrenze. Der Erich, der Honecker, der hatte so 99,78%. Bei der SPD sind das 100%. Kim Jong-Schulz, willkommen in Deutschland. Ja? Also wollen wir womöglich dahin, ich sag's ganz deutlich, ich jedenfalls nicht, offener Diskurs, ja auch Streit, gehört in einer jungen und vitalen politischen Partei, die noch nicht in Apparatschiktum erstarrt ist, dazu. Darf sein, ja muss sogar sein. Ist auch kein Grund zur Panik, übrigens auch dann nicht, wenn dabei das eine oder andere einmal öffentlich wird. Geschadet hat das, wir machen das ja nicht seit gestern, geschadet hat uns das noch nie. Erst wenn es an die Wahlen geht, in einigen Monaten sind wir soweit, erst wenn es an die Wahlen geht, dann muss der Streit ruhen, dann müssen die Reihen geschlossen sein, dann muss man in der Tat gemeinsam in den politischen Kampf gegen die Gegner ziehen und dabei muss man auch Befindlichkeiten zurückzustellen bereit sein, und zwar wirklich jeder von uns. Das haben wir aber, und das nährt meinen Optimismus, noch immer geschafft. Erfolgreicher übrigens als jede andere neue Partei in Deutschland vor uns. Ich frage mich manchmal, warum sind wir so zaghaft? Können wir vielleicht auch mal unsere Erfolge sehen? Sagen Sie mir eine Partei, die das gewuppt hat in Deutschland nach 4 Jahren ihrer Existenz, was wir hier haben. Sie werden keine finden. Oder Angst vor sinkenden Umfragewerten. Noch verrückter. Haben denn die Meinungsumfragen zum Wahlverhalten unserer Partei betreffend je gestimmt? Nahezu nie. Ich kenne nur eine Ausnahme. Fast immer lagen unsere tatsächlichen Wahlergebnisse zum Teil sogar sehr deutlich über den Umfragewerten. Warum sollten wir also darauf schauen wie das Kaninchen auf die Schlange? Warum sollten wir das tun? Umfragen sind keine Wahlergebnisse und es ist auch gar nicht so wichtig, wo man wenige Monate vor einer Wahl steht. Entscheidend ist am Platz, hat ein alter Fußballtrainer mal gesagt. Das heißt für uns, am Platz ist 24.09. Das ist der Wahltag. Das Ergebnis zählt. Wo wir jetzt in den Umfragen stehen, ist so entscheidend nicht. Wollen wir am Ende womöglich Manfred Güllner vom Institut Forsa etwa Glauben schenken? Ja, geht's denn noch? Ich sage es mal sehr salopp.
Ich sag's mal sehr salopp, es ist mir schlicht scheißegal, was etwa ein Altsozi wie Manfred Güllner von Forsa, der sowieso nur unseren Untergang herbeiprognostizieren will, uns jetzt für Umfragewerte liefert. Es ist mir egal. Und es ist mir deswegen egal, weil ich weiß, aus sauberen Analysen, die wir haben, dass wir ein sehr solides Wählerpotenzial längst haben, das bundesweit zwar starke regionale Differenzierungen enthält, das aber bei mindestens 10% liegt, und das ist erst der Anfang. Zweitens kenne ich eben den Unterschied zwischen Umfragen und Wahlergebnissen nur zu gut. Das ist zu weiten Teilen mit Verlaub hochbezahlte Kaffeesatzleserei mit viel Wunschpotenzial, kaum mehr als das. Und mich ängstigt das nicht. Nein, ich jedenfalls habe keine Angst. Und ich sehe auch keinen Grund dazu. Ganz im Gegenteil. Ich habe große Zuversicht, insbesondere im Hinblick auf die Bundestagswahl, aber auch auf die bevorstehenden Landtagswahlen. Liebe Freunde, es gibt auch allen Grund dazu. Und hier in Köln fügen wir mit unserem Wahlprogramm, das wird unsere Hauptarbeit jetzt im Anschluss sein, einen weiteren sehr guten Grund dazu. Die Sehnsucht der Menschen in diesem Land, mein Gott, die ist doch für uns alle spürbar. Ich weiß gar nicht, wie oft ich das höre, auch im privaten Kontext. Die Sehnsucht der Menschen nach einer echten, einer lebendigen und vitalen Opposition im Parlament, die ist so riesengroß, die ist mit Händen zu greifen. Und das Bewusstsein dafür, dass nur wir diese Opposition in diesem Land in dieser Zeit sein können, das ist auch jedermann klar. Das ist unser Potenzial und das liefern wir und darum werden wir gewählt werden. Und natürlich transportiert uns das in den Bundestag, und zwar nicht um die 5%-Grenze oder sowas herum, sondern deutlich, sehr deutlich höher. Also AfD als Kürzel für Angst, wie Frau Ammann insinuiert, aber ganz sicher nicht. Es bleibt dabei, wir sind die Alternative für Deutschland, und zwar bis auf Weiteres ganz sicher die Einzige, die dieses Land hat. Und weil wir alle das wissen, dieses Wissen eint uns, werden wir gemeinsam einen fulminanten und erfolgreichen Bundestagswahlkampf veranstalten, zu dem dieser Parteitag den Startschuss liefert. Ein jeder von uns ist gehalten, das ihm je Mögliche dazu beizutragen. Da dürfen keine eigenen Karriereambitionen irgendeine Rolle spielen, ebenso wenig übrigens wie persönliche Sympathien oder Antipathien. Wir werden nur dann richtig erfolgreich sein, wenn ein jeder sich selbst und sein manchmal auch starkes Ego zurückzunehmen und sich in den Dienst der gemeinsamen Sache zu stellen bereit ist. Ich selbst zum Beispiel, daraus will ich gar keinen Hehl machen, ich hätte durchaus gerne auch für den Bundestag kandidiert. Ich konnte das aber für diese Bundestagswahl deswegen nicht tun, weil ich gegenüber meinem Landesverband und auch meiner Landtagsfraktion im Wort stand und weiter stehe. Und das bricht man nicht einfach. Familiäre Gründe kamen bei mir hinzu. Aber wissen Sie was? Das ist überhaupt nicht schlimm, weil wir uns als Einzelne nicht so wichtig nehmen sollten. Mir wird das so nun Verpflichtung, und ich sage bewusst auch Ehre zugleich sein, meinen Einsatz für die Partei und die auf die Landeslisten gewählten exzellenten Kandidaten zu erbringen und intensiv und deutschlandweit im Wahlkampf für ein optimales Ergebnis unserer AfD zu arbeiten. Wie viele tausend andere Parteimitglieder in den je eigenen Tätigkeitsfeldern auch. Wir sind eben, und das macht einen Unterschied, wir sind eben keine Partei von Karteileichen, sondern eine echte Graswurzelbewegung mit Mitgliedern, die für ihre Sache glühen und die bereit sind, dafür Opfer zu bringen. Es ist ja schon ein Opfer, überhaupt hier reinzukommen. Und darum. Mit einer zornigen Entschlossenheit widersetzen wir uns diesen Widerständen. Und darum fürchten uns unsere so müden politischen Gegner so sehr. Sie fürchten uns, meine Damen und Herren, aus gutem Grund. Angst also, um darauf zurückzukommen, haben wir nicht. Weder in dem, was wir da tun, noch gar als Leitmotiv unserer politischen Arbeit. Was wir aber sehr wohl haben, ist Sorge. Das ist etwas anderes als Angst. Sorge um unser Vaterland Deutschland. Die geht tief, ist nur zu begründet und die eint uns tatsächlich. Diese Sorge ist unsere zentrale Motivation.
Es ist ganz sicher kein Zufall, dass es in unseren Reihen eine besonders hohe Zahl an Menschen mit in der Regel mehreren Kindern gibt. Anders als etwa bei den Grünen. Wie kommt das nun? Daher haben wir das, was Wissenschaftler etwas distanziert eine hohe Zukunftspräferenz nennen. Man könnte es auch einfacher ausdrücken und sagen, wir wollen unser Land in einem guten, einem lebenswerten, einem unserer Kultur gerecht werdenden Zustand an die kommenden Generationen, das sind die unserer Kinder und Enkel, übergeben. Eine Angela Merkel braucht das nicht, eine Claudia Roth auch nicht. Einmal anders gewendet, man kann Leuten wie Merkel und Schulz nun vieles vorwerfen, aber eines ganz sicher nicht, nämlich, dass sie keine nachhaltige Politik betreiben. Doch, das tun sie, liebe Freunde, das tun sie seit vielen Jahren. Sie betreiben seit vielen Jahren, Merkel von Berlin aus, Schulz bis vor kurzem aus Brüssel, eine Politik zum sogar sehr nachhaltigen Schaden des deutschen Volkes. Sie tun dies in Form einer absurden Migrationspolitik, die letztlich gar keine aktive und gestaltende Politik ist, wie es ihre Aufgabe wäre, sondern sogar das Gegenteil von Politik. In Gestalt einer kopf- und hirnlosen Umwelt- und Energiepolitik, in Form einer vermeintlichen Euro-Rettungspolitik, die de facto eine gigantische Umverteilung von Menschen, die hart arbeiten, zu verantwortungslos agierenden Menschen ist. Sie tun das in Gestalt multipler Rechtsbrüche, die Sie nicht weiter bekümmern. Ich brauche das eigentlich unter uns nicht weiter auszuführen. Sie alle kennen das. Es ist das, was uns eint. Wir kennen das alle zur Genüge. So also sieht Nachhaltigkeit Marke Merkel und Schulz in diesem Land aus. Liebe Freunde, da sind unsere Gegner, deren Agieren wir so entschlossen bekämpfen müssen, wie mir mancher Kampf in den eigenen Reihen zuweilen geführt zu werden scheint. Wissen Sie, ich sag's mal ganz ehrlich und auch bescheiden. Ich habe manches selbst erst lernen und verstehen müssen. So zum Beispiel, in welch ungeheure Gefahr diese komplett verantwortungslosen Deutschlandabschaffer unser Land bringen bzw. bereits geschafft haben. Ich habe das anfangs gar nicht so am Schirm gehabt. Ich habe das begreifen müssen. Ich habe das, ich gebe es zu, zunächst einmal gar nicht vollständig erkannt. Gerade in jüngerer Zeit aber gehe ich sehr bewusst durch die Straßen meines Landes und meiner Stadt. Und wenn ich an einem Samstagmittag im Zentrum meiner Stadt unterwegs bin, mit offenen Augen, und ich gucke hin, wissen Sie, was ich dann sehe? Ich sage das wirklich ohne jede Übertreibung, aber mit großem Erschrecken. Ich sehe noch vereinzelt Deutsche. Und wenn ich darüber erschrecke, nicht aus irgendeiner Ausländerfeindlichkeit, die mir völlig fremd ist, sondern weil dieses ungeheure Maß an wie auch immer in unser Land gekommenen Migranten offensichtlich mehrheitlich aus anderen Kulturkreisen stammt, mein Land zwangsläufig und unwiderruflich in ein ganz anderes verwandelt, das kaum mehr etwas mit dem Land zu tun hat, in dem ich groß geworden bin. Und wenn eines meiner Kinder, einer meiner Söhne, inzwischen fest in Melbourne lebend, in Australien, mir sagt, und gerade heute Morgen übrigens erst wieder geschrieben hat, dass und warum er trotz seines ausgeprägten Familiensinns ganz sicher nie mehr nach Deutschland zurückkommt, weil er dieses Land aus Gründen, denen ich nichts mehr entgegensetzen kann, am Abgrund sieht, dann bin ich für die Leute da draußen, die da demonstrieren, und für unsere ganzen politischen Gegner, die die Augen vor alledem entweder verschließen oder die das sogar propagieren wie linke Grüne und Teile der SPD, dann bin ich für diese Leute also ein Ausländerfeind, ein Rassist gar? Nein, meine Freunde, das bin ich ganz sicher nicht. Nicht einmal ansatzweise. Das bin ich nie gewesen und werde ich aufgrund all meiner Überzeugungen niemals sein, ebenso wenig wie irgendjemand in diesem Saal das ist. Wir sind,
Wissen Sie, wir sind nur elementar vernünftig, dafür werden wir beschimpft. Und wenn wir elementar vernünftig sind, dann sehen wir, was hier geschieht. Und ich weiß meine tiefe Sorge, und nicht etwa plumpe Angst, sondern meine tiefe Sorge, sehr präzise, sogar in Zahlen zu begründen. Wir wollen nicht zur Minderheit im eigenen Land werden und sind es doch zu teilen bereits. Ich nehme nur ganz kurzen Bezug auf die Wahl in der Türkei, respektive auch in unserem Land, der hier lebenden Türken vom vergangenen Sonntag. Dass die eindeutige Mehrheit etwa der hier lebenden Türken, nicht etwa alle, nein, keineswegs, da muss man differenzieren, aber die ganz eindeutige Mehrheit, keine Freunde der freiheitlichen Gesellschaft sind, deren Privilegien sie gleichwohl nur zu gerne für sich in Anspruch nehmen, das haben wir spätestens seit dem vergangenen Sonntag sogar schriftlich. Fast zwei Drittel der hier lebenden Türken mit Wahlberechtigung haben bei dem türkischen Verfassungsreferendum mit Ja gestimmt. Gehen wir davon aus, dass mal nebenher, dass wohl nahezu alle Aleviten und Kurden unter ihnen ganz sicher mit Nein gestimmt haben dürften, sind es sogar deutlich über 80%. Was hier auf dem Spiel steht, liebe Parteifreunde, ist nicht weniger als unsere freiheitliche Gesellschaft im Ganzen. Und wenn wir den Hebel nicht jetzt und sehr entschlossen umlegen, dann ist die unwiderrufliche Veränderung unserer Heimat in ein in gar nicht so vielen Jahren muslimisch geprägtes Land eine mathematische Gewissheit. Mir drängt sich da manchmal der Vergleich zum Untergang der Titanic auf. Alle sind noch froh gelaunt. Es ist eine entspannte Partystimmung auf dem Deck wie unter Deck. Aber die zwingend notwendige Kurskorrektur auf dem riesigen Schiff ist schon kaum mehr machbar. Die Kollision mit einem Eisberg ist nichts, was man sich vorstellen kann oder will. Dabei ist sie bereits unvermeidbar. Wem das zu düster ist, ich weiß nicht sicher, ob die Entwicklung bereits unumkehrbar ist. Wir alle wissen das nicht, wo der Point of No Return ist. Gerade deshalb aber sage ich, ja, ich rufe es so laut ich es nur kann. Dieses Land Deutschland ist unser Land. Es ist das Land unserer Großeltern und Eltern und es ist unsere Bürgerpflicht, es auch noch das Land unserer Kinder und Enkel sein zu lassen. Ich rede nicht mehr lang versprochen, aber lassen Sie mich noch einige ganz kurze Bemerkungen hinzufügen. Klingt kriegerisch und soll nicht falsch verstanden werden. Dazu müssen wir uns unser Land inzwischen schon zurückerobern. Und damit meine ich wild entschlossen, aber friedlich. Kämpferisch, aber mit demokratischen und rechtsstaatlichen Mitteln. Mit ganzem Herzen, aber auch mit Klugheit und klarem Verstand. Die Menschen sollen spüren und wissen, wir hier, die AfD, wir sind die, die Deutschland nicht abschaffen wollen. Und unsere politischen Konkurrenten sollen das bitter zu spüren bekommen. Wir sind die, die Deutschland nicht preisgeben werden, meine Damen und Herren. Zu diesen Überzeugungen müssen wir gemeinsam stehen, egal wie stark der Widerstand ist. Wir dürfen da nicht weichen, auch wenn das schwerfällt und manchmal wehtut. Und diese kleine, ganz gewiss nicht spalterisch gemeinte Nebenbemerkung gestatten Sie mir bitte auch. Wir müssen da restlos geschlossen stehen. Debatten über einen vermeintlichen realpolitischen und einen vermeintlichen fundamental-oppositionellen Flügel, aus meiner Sicht eine trügerische Wahrnehmung, helfen uns da kein Jota weiter. Lassen wir das. Ich bitte Sie wirklich alle. Wir haben so viel, was uns eint.
Unsere Gegner stehen draußen und sie richten unser geliebtes Vaterland, jawohl Vaterland, denn wir sind Patrioten, Schritt für Schritt auf eine geradezu perfide Weise zugrunde. Sie heißen Merkel, Schulz, Maas, Stegner, Roth, Göring, Eckardt und so weiter. Sie öffnen die Grenzen widerrechtlich für jedermann, wie Frau Merkel, oder sie reden uns ein, die vermeintlichen Flüchtlinge seien für unser Land wertvoller als Gold, so Herr Schulz, der zugleich unser Gold auf europäischem Altar verschleudert. Oder wir bräuchten auch Zuwanderer, die sich in unseren Sozialsystemen wohl und zu Hause fühlen, so Frau Göring-Eckardt von den Grünen, das muss man sich mal reinziehen. Oder sie laufen wie die amtierende Vizepräsidentin des Deutschen Bundestages, Claudia Roth. Man stelle sich diese Schande für unser Land einmal vor, in einem Demonstrationszug mit der Deutschland verrecke skandiert. Das ist eine Schande für Deutschland. Kurzum, und ich komme zum Schluss. Es wird wirklich allerhöchste Zeit, dass die schon länger hier Lebenden, die schon länger hier Regierenden aus ihren Ämtern im Dienste des deutschen Volkes verabschieden, und das nachhaltig, liebe Freunde. Geben Sie mir noch eine Minute. Eine Minute. Dankeschön. Ich präzisiere es ganz kurz und dann mache ich Schluss. Ich habe lange geredet. Ja, wir können diese Gestalt nicht mehr ertragen. Und nein, das ist keineswegs Fundamentalopposition, sondern ja, das ist die Liebe zu unserer Heimat und zu unserem Vaterland. Und nein, um daran keinen Zweifel zu lassen, mit diesen Figuren werden wir keine Koalitionen eingehen. Und ja, wir werden auf diese Weise der Verantwortung für unser Land sehr wohl gerecht. Und zwar als bärenstarke Oppositionspartei im Bund wie bereits in den Ländern. Und schließlich nein, das ist keineswegs mangelnde Realpolitik, sondern es ist das kluge und notwendige Zuwarten, bis unsere Positionen, und da tut sich was, endgültig mehrheitsfähig sein werden. Liebe Freunde, so machen wir das, so und nicht anders. Und auf diesem Parteitag in Köln fällt der Startschuss dazu. Glück auf Deutschland, Glück auf AfD. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Jetzt arbeiten wir weiter.